Explosionen erhellen den Himmel in der Nacht zum Dienstag. Israel hat neue Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Damit gehen die Vergeltungsmaßnahmen für die Terrorattacken der extremistischen Palästinenserorganisation Hamas weiter. Schon am Montag hatte die israelische Regierung eine komplette Blockade der Enklave verkündet. Niemand komme rein oder raus. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnte nun davor. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Guterres hofft, dass zumindest Medikamente, Lebensmittel und andere überlebenswichtige Lieferungen für Zivilisten in das Gebiet gelassen werden. Währenddessen bereiten sich auch Israelis auf harte Zeiten vor. Der Andrang in Supermärkten war riesig. Offensichtlich füllten viele Menschen ihre Vorräte auf. Andere kauften nicht nur für sich selbst ein. האוטו נשאר שם, כולו מרוסס מהכדורים, לא יודעים מה קורה עם האוטו. חברים חילצו אותנו בדקה ה-90 משם. וזהו, ועושים מה שאפשר בשביל החיילים, שיהיה להם טוב. Bei der Party, von der Mann spricht, handelt es sich das Musikfestival, das Terroristen der Hamas überfielen. Allein hier töteten sie 260 Menschen. Auch an anderen Orten wird das Ausmaß der Gewalt langsam deutlich. Im Kibbutz Be'eri wurden mehr als 100 Tote geborgen. Jeder 10. Einwohner wurde hier umgebracht. Israels Präsident Benjamin Netanyahu verurteilte die Brutalität der Hamas scharf und sprach eine klare Kriegserklärung aus. שהוצאו להורג עם שאר בני משפחותיהם, צעירים וצעירות שנורו בגבם, הוצאו להורג ועוד זוועות שאני לא אתאר כאן. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו, כל העולם יודע. חמאס זה דאעש. ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. האויב הנאלח הזה רצה מלחמה, Zudem bleibt die Sorge um die in den Gazastreifen verschleppten Zivilistinnen und Zivilisten groß. Diese Frau hat ihre Großmutter erkannt auf einem Video, das aus dem Gazastreifen verbreitet wird. Every minute that she doesn't have her medicine, she's in a lot of pain and she's suffering. And you know, I'm sure she's very scared and I'm sure she feels very alone. Insgesamt sollen rund 150 Israelis im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Am Samstag hatte die Hamas Israel mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen. Zudem waren hunderte palästinensische Terroristen auf israelisches Gebiet vorgedrungen. Israel reagierte mit massiven Gegenangriffen. Insgesamt sind bei den Kämpfen seit Samstag bereits mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen.